Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir über Agenturen und das Internet-Agentur-Ranking. Bei mir ist die Susan Rönisch, Analystin bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin iBusiness-Herausgeber. Schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben. Susan, Internet-Agentur-Ranking ist ja eines der ganz großen Aufschläge einmal im Jahr für die deutsche Digitalagenturszene. Wir machen das ja seit vielen Jahren zusammen mit dem BVDW, dem Bundesverband Digitale Wirtschaft, sowie B&V und Horizont. Und das dient ja dieses Ranking eigentlich immer schon seit vielen Jahren dazu, dass Unternehmen, die eine Digitalagentur, die eine Full-Service-Agentur suchen, sich da die richtigen Agenturen auch in der richtigen Größe raussuchen. 2021, wir haben uns angeguckt oder wir haben abgefragt über die Corona-Umsätze. Was ist denn passiert in den letzten 12 Monaten bei den Digitalagenturen? Also es ist im Grunde erwartungsmäßig ausgefallen. Also es gibt Agenturen, die haben profitiert. Es sind Agenturen, die sind relativ reibungslos durch das Jahr gekommen, umsatzmäßig. Und es gibt natürlich auch welche, die Corona voll zu spüren bekommen haben. Das heißt, der Gesamtumsatz ist von den ganzen gelisteten Agenturen, was auch in diesem Jahr ein bisschen weniger sind als in den Vorjahren, ist im Vergleich zum letzten Jahr dann schon etwas zurückgegangen. Also kann jetzt nicht an das Wachstum der letzten Jahre anknüpfen aufgrund Corona. Wir haben ja etwa 150 bisschen mehr Agenturen gelistet. Wie viel Umsatz machen die eigentlich so? Also wir sind dieses Jahr bei 1,88 Milliarden. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, bei 1,95. Also wie gesagt, es ist schon ein bisschen zurückgegangen. Aber auch aufgrund weniger Teilnehmer. Also das ist ja immer der Trick bei vielen Agenturen. Also wenn die schlechte Zahlen haben, dann setzen sie, und die wollen ja nicht, dass die schlechte Zahl so Minusprozente gegenüber dem Vorjahr, dann setzen die ein Jahr aus, dann melden die nicht und kommen dann nach 2 Jahren wieder. Das haben wir seit vielen Jahren immer wieder. Dieses Jahr war das natürlich auch relativ viel, wobei wir tatsächlich feststellen, es sind die großen Agenturen, sind schon auch fast alle dabei. Was ein bisschen schwierig ist, sind die Agenturen, die jetzt in so großen Konglomeraten drin stecken, wo nur ein Teil digital ist, weil die das zum Teil auch nicht ausweisen können. Das heißt also, eigentlich gibt es mehr große Digitalagenturen als die im Ranking sind, in dem Internetagentur-Ranking. Aber unterm Strich kann man schon sagen, das bildet den Markt schon weitgehend ab. Das ist so die Erfahrung, die wir tatsächlich auch gemacht haben. Du hast ja jetzt, Susan, etwas tiefer in die Zahlen reingeguckt. Wo machen denn die Agenturen Wachstum? Wo legen die das hin? Und wo bricht das ein? Wo geht das zurück? Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Wir haben natürlich mit den großen Agenturen, haben wir kurz gesprochen oder uns die Ergebnisse erklären lassen. Und sind in diesem Jahr in der Tat, wir haben es jetzt schon öfters gesagt, die Agenturen, die auf digitale Transformation und strategische Beratung setzen. Das zeigt sich auch nochmal bei einer Sonderauswertung von den Sub-Rankings. Da werden die Top-Agenturen nach Geschäftsbereich gelistet. Und da haben wir einmal den Geschäftsbereich digitale Transformation und Strategie. Dann haben wir das Plattformgeschäft und E-Commerce und die Services drumherum. Und dann haben wir noch den Geschäftsbereich Online-Werbung und Kommunikation. Und da hat sich dieses Jahr ganz klar gezeigt, wohin es geht in den nächsten Jahren, nehme ich an. Und zwar sind die Umsätze von diesen Agenturen, die auf Strategie und Transformation setzen, die haben im Vergleich zum Vorjahr 30% zugenommen, während sich das E-Commerce und Plattformgeschäft relativ stabil entwickelt hat, allerdings das Werbegeschäft quasi ja um knapp 20% eingebrochen ist.
zumindest bei den großen Agenturen. Das heißt, wir können sagen, also in diesen Subrankings sind ja die Agenturen drin, die Mehrheit ihres Umsatzes mit diesem Gewerk machen. Das heißt, wenn ich einen Schwerpunkt bei Werbung und Marketing habe, dann im Durchschnitt schrumpfen dort die Agenturen. Das spricht dafür, dass eben dort, wo viel Marketing und Werbung umgesetzt wird in den Agenturen, dass da die Aufträge nicht so liefen. Im E-Commerce-Geschäft geht es ganz oft ums operative Doing, nicht ums strategische, gerade in 2020, also stabil. Die E-Commerce-Agenturen machen so ihr Geschäft, aber das wächst gerade auch nicht oder zumindest in den letzten 12 Monaten nicht. Und bei der digitalen Transformation, wer da stark ist, der hat da auch stark zugelegt, was logisch ist eigentlich, weil wo immer man hinguckt in die deutsche Industrie, sie schreien ja alle, wir müssen jetzt digitalisieren. Upsi, wir haben festgestellt, dass wir jetzt auf einmal digitale Geschäftsprozesse brauchen. Und das muss mir jemand machen. Und ich muss auch wissen, wo ich hingehe. Liebe Digitalagentur, mach mir das. Das ist sozusagen das Bild, das wir im Internetagentur-Ranking machen. Das deckt sich auch eigentlich ganz hübsch mit einer anderen Studie, die du gemacht hast. Ja, genau. Wir haben die Umfrage haben wir vor 3 Wochen ein Online-Panel gemacht. Und da habe ich quasi Online-Shop-Betreiber bzw. E-Commerce-Unternehmen befragt, was sie von ihrer Agentur eigentlich erwarten oder worauf sie Wert legen bei der Auswahl einer Agentur. Und da kam auch dieses Jahr überraschend, also das war vor 3 Jahren noch überhaupt gar kein Thema, kam eigentlich als wichtigstes Argument heraus, dass die Agenturen schon über die reine Umsetzung hinaus auf jeden Fall strategische Beratung anbieten müssen oder dort einfach fit sein müssen. Also und das wissen wir auch aus dem Wirtschaftsklima, wo auch aus Sicht von den Agenturen das Geschäftsfeld Transformation als das zukunftsträchtige eingeschätzt wird. Bleibt nochmal bei den E-Commerce-Umsatz. Das heißt, ein Online-Shop, die ja in den vergangenen Jahren, wenn du gefragt hast, was braucht ihr eigentlich bei einer Agentur, dann haben die ja immer irgendwelche UX, was auch immer, also irgendwelche Services eingefragt, die sie umsetzen. Und das verschiebt sich jetzt, wie ich das richtig verstanden habe, zugunsten von meiner Agentur soll mich strategisch beraten, richtig? Richtig. Also man muss natürlich auch davon ausgehen, diese gerade im Onlinehandel, dieser E-Commerce-Markt ist mittlerweile hoch professionalisiert. Also die Online-Shops kommen jetzt auch nicht und sagen, bitte, ihr müsst jetzt mal dort am Frontend irgendwas feilen, sondern es geht jetzt wirklich tief in die Prozesse rein. Wir haben natürlich auch selber viel Know-how, was auch einfach gar nicht mehr an eine Agentur ausgelagert wird. Also da geht es jetzt in der Tat einfach um längerfristige Projekte. Das heißt, wenn ich eine Suchmaschinenoptimierung machen will, frage ich meine Agentur eher nicht, weil da habe ich meine SEO-Abteilung als Shop im Haus. Wenn ich meine Landingpages neu bürste, habe ich meine Webdesigner. Meine E-Commerce-Prozesse habe ich sowieso. Das kann mir sowieso niemand abnehmen. Das mache ich selber. Aber wenn es um ein PIM geht, ein ERP-System, wenn ich meine Lagerhaltung mit dem E-Mail-Marketing-System verheiraten will oder ein Cross-Channel-Angebot ausbauen will und kanalübergreifend Dinge mache, da brauche ich dann technische Hilfe. Also große Projekte, das ist das Ding. Was bedeutet, also wenn das aber so ist, und E-Commerce ist ja das Brot- und Buttergeschäft der Full-Service-Agenturen, was bedeutet das eigentlich dann für die Agenturgeschäftsführerinnen und Geschäftsführer, in welche Richtung müssen die sich denn jetzt bewegen?
Also die Ergebnisse sagen ja ganz eindeutig, es geht weg. Früher haben wir das immer verlängerte Werkbank genannt und davon geht das natürlich jetzt weg. Das heißt also, man muss auf jeden Fall, wenn man wachsen will und weiter am Markt bestehen will, man muss um das Beratungsgeschäft, also um dieses strategische Planungsgeschäft, kommt man nicht herum. Also das gilt auch für die kleineren Agenturen. Wie gesagt, ansonsten sind das immer nur ein, zwei Monatsprojekte und das will ja niemand. Also wir haben ja noch einen weiteren Faktor, der in diesem Agenturgeschäft eine Rolle spielt, und das ist das Personal. Und wir wissen ja aus unseren Erhebungen, was zu den Gehältern, wir wissen aus unseren Umfragen bei den Agenturen, dass es zunehmend schwerer wird, Personal zu finden, weil die Gehälter sowieso in den Agenturen niedriger sind als bei den Unternehmen. Das heißt, wenn ich viel Geld verdienen will, gehe ich in die Digitalabteilung von einem möglichst großen Unternehmen, verdiene ich einfach besser. Und andere Untersuchungen von uns sagen ja auch, wenn ich coole Projekte haben will, gehe ich in eine Netzwerkagentur, gehe ich also in ein großes internationales Netzwerk, weil da kann ich halt mal in Australien ein Projekt machen oder in Japan oder in Südamerika. Das kann ich bei einer lokalen Agentur in der Regel eben nicht. Da sind einfach auch die spannenderen Sachen. Das bedeutet, dass die kleineren Agenturen A, die Schwierigkeit haben, dass die richtig guten Leute, dass sie die vermutlich nicht halten können. Also die innovative Technologien haben wollen oder irgendwie sowas. Das heißt, da verschieben sich Sachen. Und es verschiebt sich natürlich dadurch, dass immer mehr Tools am Markt gibt, die einfach automatisieren, was bisher Menschen, also Agenturen, gemacht haben. Heißt, es geht nur noch um das Außergewöhnliche, weil das Digital Normale, das macht eine Maschine oder das macht das Unternehmen, weil es das sowieso täglich braucht. Kaum Agenturen machen heute noch pflegen täglich den Facebook-Auftritt von einem Unternehmen. Das ist die Ausnahme, nicht mehr die Regel, weil das muss man sowieso selber machen. Das bedeutet, was du jetzt Werkbank genannt hast, also das heißt so, dass das Operative, das Kleinteilige, damit kann man auch als kleine Agentur immer weniger Geld verdienen, weil natürlich dann auch das einen WordPress-Blog aufzusetzen oder einen kleinen Shop, das macht auch der Student um die Ecke. Dafür brauche ich auch keine Agentur mehr. Was kann denn die Agentur noch überhaupt machen? Also eine mittelständische Agentur, die jetzt in Erding oder in Kiel oder wo auch immer, in Frankfurt an der Oder sitzt, was hat die denn noch für strategische Operationsmöglichkeiten? Also, wenn wir uns jetzt das im E-Commerce-Geschäft angucken, also wenn wir da mal bleiben, natürlich gerade E-Commerce-Systeme, Wartungen und sowas ist im Moment natürlich viel gefragt, weil es ein großes Wachstum gibt. Die Systeme müssen aufgebohrt werden, um dem Wachstum standzuhalten. Ansonsten ist natürlich ein wichtiges Thema ist Performance-Marketing nach wie vor noch, aber unter dem Strich, wie gesagt, wird man um das Beratungsgeschäft nicht drum herum kommen, weil auch so Sachen wie Erstellung von Content, was bis vor 3 Jahren absolut durch die Decke gegangen ist und im Moment eigentlich weniger gefragt ist. Also dann muss man halt zuschauen als eine kleinere Agentur, dass man dann halt auch die Etats an Land zieht, ja, auf Augenhöhe, also einfach von kleineren Unternehmen oder vom Mittelstand, die ja jetzt auch nachziehen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also alles, was Tagesgeschäft ist, wird in den Unternehmen eher selber gemacht. Das Außergewöhnliche, dafür brauche ich eine Agentur, wenn ich etwas machen will, was ich nicht kann.
Aus der anderen Seite, als Unternehmer habe ich ja immer das Problem, wenn ich, was weiß ich, 200 Mann Unternehmen will und ich gehe zu einer Agentur, die 500 Mann hat, da bin ich nur ein kleines Licht. Das ist völlig uninteressant. Da ich kann gegen Coca-Cola oder Siemens oder VW nicht anstinken, wenn die rufen, ist die Agentur da und nicht bei mir. Also suche ich mir ja eher die kleinere Agentur, vielleicht auch eher die Agentur vor Ort. Und wir wissen, auch die kleineren Unternehmen, das heißt die mittelständischen, müssen A, ihre Geschäftsprozesse digitalisieren. Da sind die durchaus schon weit, aber viel spannender, glaube ich, ist das Thema der Geschäftsmodelle. Das heißt, wie will ich denn einen Maschinenbauer, wie will ich denn ein Handelsunternehmen in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren aufstellen? Das treibt natürlich auch ein kleineres Unternehmen um. Und wenn ich als kleinere Agentur, als Agentur, die vor Ort aktiv wird, die da vielleicht auch ihren Namen hat, das nicht anbieten kann, habe ich tatsächlich zunehmend ein Problem. Umgekehrt schaffe ich es natürlich dann auch, mir Etats zu sichern, die für die großen Agenturen, die großen Netzwerke schlicht zu klein sind. Das heißt, da ist eine Nische, eine Spezialisierungsnische, von der wir glauben, dass das für die Agenturen in den nächsten Jahren mission critical wird. Wenn sie da nicht die Kompetenz aufbauen und sich da auch nicht positionieren, vielleicht auch in einem bestimmten Marktsegment, dann wird es für diese Agenturen, was die Rendite angeht, schwer, weil an allen Stellschrauben geraten die unter Druck. Und das sagt eben nicht nur jetzt das Internet-Agentur-Ranking, sondern das sagen eben auch alle anderen Untersuchungen und Studien, die wir so in den letzten 12 oder 18 Monaten gemacht haben. Die Links und alles, was dazugehört, stehen unten, wie immer, oder oben, je nachdem. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Servus.